Herzlich willkommen zum Magic 2015 Planeswalker Let's Play. Erste Folge und wir kämpfen hier. Oder wir spielen ja eine über die Magic. Und hier sehen wir auch unsere Starthand schon. Wir befinden uns am Anfang der Kampagne, eine über die oder zwei habe ich schon vorher gespielt. Mehr nicht. Und wir sehen hier ganz gute Hand. Was ist das? Bringe für jede Gradonkarte von 1, 2 grünen Spinnengradonspielsteine ins Reichweite im Spiel. Auch nicht schlecht. Ja, Hand schaut gut aus, die behalten wir. Karten behalten. Wir fangen nicht an. Die Verzauberung liegt wieder auf uns. Das heißt, wir milden da schon einmal richtig weg. Ja, schade. Einzeltropfer wäre jetzt irgendwie eh ganz gut gewesen. Fangen wir an mit einem Land und dann war es das für die erste Runde. Das Ziel ist einfach, wir wollen dann schnell besiegen. Schauen wir mal, was der Gegner so hat. Aus, denke mal, viele Verzauberungen. Ja. Das Lebenspunkt. Der Vampir, Kind der Nacht, der wäre super gewesen. Aber die heißt einfach mal schnell sein. Schneller als der mit seinen Verzauberungen der Gegner. Ich glaube, die kosten 2 Mana. Also ich habe die über die vorher schon mal gespielt. Aber eine Hand behalten, die nicht ganz so gut war. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Ja. 2 Mana. Mal greifen zuerst an und dann spielt man aber. Müssen wir nicht ganz korrekt spielen. Hauptsache schnell. Schaden dagegen. Nächste Runde kommen wir mit 2 Kreaturen. Wenn es so weitergeht, haben wir wohl ein gutes Deck. Gegen das verfluchte Existenz-Deck. Ja. Genau, 2 Mana. Die haben wir vorher schon gesehen. Fügt uns einen Schaden zu. Jede Runde. Damit gehen wir jetzt einmal auf 19. 2 Karten abgeworfen. So, was macht der Opfer? Ja. Schön und gut. Ja, wir spielen den irrtümlichen... Na, urtümlich. Jagdbestie. Super Kreatur. Also 4-3-3 Flugsicherheit, also super, aber ganz gut. Und wenn man dann sowas hat wie den Fighten, wo es noch ein bisschen besser wird und dann 4-4 ist, und 4-4 ist schon sehr standard. Und wir sehen hier. Gegner auf 14 Leben. 10 Punkte. Und wir haben noch 19. Das wird jetzt auch weniger werden. Nächste Runde. Ja, schauen wir mal. Was wir jetzt heben. Unser Friedhof schaut ja schon toll aus. Ja. Können wir 2 Karten nachspielen. Machen wir auch gleich. 2 Kreaturen. Kampf. Angriff. Einfach rein damit. Schauen wir mal, was er hat. Nichts bis jetzt. Da kriegt er richtig viel Schaden. 7 Schadenspunkte. Und jetzt könnten wir nächste Runde besiegen, wenn er nichts nachspielt. Das wäre eine sehr schnelle Partie gewesen. Tap eine Kreatur deiner Wahl. Sie enttappt nicht während des Enttapp-Segments. Das nächste Enttapp-Segment, das beherrscht hast. Zieh eine Karte. Ja, der will unbedingt die Karte ziehen. Warum er das nicht vorher gespielt hat, fragen wir uns. Weil er den Mana hat er offen gehabt. Weiß ich nicht. Ja. Das bringt ihm jetzt nicht viel. Wir machen noch immer genug Schaden. Und wir können unsere Kreatur opfern im Notfall. Und... Ja, das ist super. Ja, die Länder sind ganz blöd gedappt worden, aber es ist jetzt eigentlich egal. Und wir spielen natürlich das auf unseren Fluchsicherheit-Kreatur, die er nicht targeten kann. Und wir greifen an. Mit allem, was wir haben. 2 schwarze Mana. Wovor sollen wir Angst haben? Und wir können unsere Kreatur im Notfall opfern. Müssen wir aber nicht. Spiel aus.
machen wir unser Back auf. Ich glaube, wir kriegen wieder ein Back. Schauen wir mal. Feiern Sie. Und da ist unser Back. Neue Boosterbacken freigeschaltet. Boosterbacken öffnen. Das letzte Mal waren nur Commons drinnen. Und auch diesmal fast nur Commons. Ja, zwei... Zumindest drei Uncommons auch dabei. Die sind eh nicht so schlecht. Ja, sind ganz okay. Wir sehen uns in der nächsten Partie.